Hallo und herzlich willkommen. Ich drücke Hebel. Die Hebel führen dazu, dass hier sich das in die andere Richtung dreht, die Scheiße. Sehe ich das richtig? Ja. Andere Richtung ist ganz gut, weil andere Richtung bringt mich hier hoch. Ja, toll, also ich komme jetzt an die obere Leiter ran. Aber das bringt mir gar nichts. Weil ich von der oberen Leiter gar nicht. Das ist ja scheiße. So, ich muss das so machen. Boah, ich bin mega der Held. Ich löse jedes verdammte Rätsel in diesem Spiel. Nur wie ich in dieses Achievement da unten komme, weiß ich wirklich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Strom. Ich hab Strom gegeben. Ach ja, ich kenne es schon. Elektro. Tod dem kleinen Jungen. Scheiß drauf. So. Mal gucken, was hier passiert, bevor die Elektro. Gar nichts los. Hier ist noch so ein Wagen. Er hat Licht. Eine Lore. Noch eine Parallele zu Donkey Kong. Mir dieser Spaß hier bringen soll. Weil ich kann ja damit auf jeden Fall nicht. Lustiger umherfahren, nur weil ich da Elektro-Scheiße drauf mache. Elektro-Scheiße los. Muss damit auf jeden Fall da oben rauf. Scheiße. Wenn ich da oben bin, dann kann ich an diesen Hebel springen. Vielleicht soll ich den hier unten so parken. Aber erstmal muss ich da raufkommen. Also wie ich es bis jetzt gemacht habe, war es nicht gut. Ich probiere es nochmal mit der anderen Richtung. Na, das war nicht gut. Bisschen höher muss ich schon klettern. Scheiße. Ist doch alles ein Quatschi. Vielleicht rollt er auch einfach lang genug und ich muss warten, bis ich den hebe. Scheiße.
sehe. Ja! Ich bin gut. Ein Hebel da? Ja. Ich bin wirklich gut. Tolles Spiel, toller Biber. Jetzt fahre ich in den dunkelsten Schacht der Welt. Und mit einer Lore bewaffnet. Da kann ich mich lieber schnell hoch. Ich bin zwar wieder auf der Lore gelandet, aber leider zerhäckselt. Ich habe meinen Sprung schlecht getimt, glaube ich. Mann, was, womit sich dieser arme Junge abplagen muss hier? Ja, das war problematisch. Ich bin rechtzeitig gesprungen, um über den Scheiß zu kommen. Muss ich einfach warten. Nicht so schnell vorlaufen. Ja! Geil! Wo wird mich diese Lore wohl hinführen? Hier hin. Wie gemein! Wie gemein! Da könnte ich überhaupt nichts machen. Da muss ich vorher abspringen. Ja. Hoffentlich macht sie jetzt nicht schon wieder den Schalter an. Doch, aber ich war schneller. Jetzt wird das Spiel fantastisch. Und das nachts um zwei. Vielleicht kommt dieser scheiß Stein sicher von hinten. Das kriegt jetzt ja Horrorspielqualitäten. Oh oh, der Stein wird mich leider einquetschen. Was mache ich denn da? Warte ich oben, aber dann. Vielleicht fällt er über mich rüber. Wie so ein irrer Affe, das ist auch Elektro-Scheiße. Ich schieb mal diese Kiste hier runter. Nein! Oh, schade. War eigentlich gut. Eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt will ich irgendwie. Oh, schade. Komm mal. Wie bin ich jetzt heiß darauf, das Spiel durchzuspielen? Genau so. Daraus machen, dann wird der arme Donkey Kong auch gar nicht mehr zu seinem Einsatz kommen. Aber es ist schon wirklich irgendwie ziemlich fantastisch, das ganze Spiel. Upsi! Gar nicht so blöd. Kiste. Ja. Jetzt aber richtig runtergeschoben.
So. Hinaus aus der Dunkelheit zu einem Ort, der viel verspricht. Denn er ist voller, was ist das, Laser? Es ist Laser. Verdammte Laser. Nein, es sind so Maschinengewehre. Wie soll ich denn den verdammten Maschinengewehren entkommen nochmal eins? Ich könnte entweder hier den Tod stürzen. Oh. Keine Lösung. Vielleicht wird das Spiel heute doch nicht durchspielen. Wenn hier rumgeballert wird, ist mir das eindeutig zu viel. Ja. Ich muss mit dem einen den anderen ausschalten. Ich muss es auf jeden Fall nochmal machen. Er dampft schon. Es sind fantastische Rätsel. Sogar für so einen jemanden, der schon viele Videospiele erlebt hat. Einfach ein sehr, sehr gutes Konzept. Gut. Immer so, dass man denkt, unlösbare Situation und dann klappt es doch. So. Hier sind zwei Kisten. Zwei, ne? Ja, beide ziehen. Aber irgendwie crazy Magnetismus. Ah. Okay. Scheiße, da komme ich hier nicht hoch. Da brauche ich nur eine oben. Das könnte sein. Ach, scheiße. Was ist eine Idee? Nein, das war nicht meine Idee. Meine Idee ist, nicht erschlagen zu werden. Oh. Die Idee ist, dass ich eine hier rausziehe. Ah, und dann mit auf die drauf springe und die andere hochschiebe, weiter hochschiebe. Das muss die Lösung sein. Die werden immer besser, das muss die Lösung sein, deswegen stehen die auch hier schon so. Muss die hier rausziehen im Bereich. Scheiße, nein, ich muss die natürlich. Die muss natürlich oben bleiben. Und auf den Kopf. Schackelt. Eine andere Idee.
Achso, doch, vielleicht doch. Das hier kann ich sie ziehen. Hinten ist ja auch so ein Reifen, da auch noch. Sehr lustig. Ich ziehe diese weit ich kann, damit sie nicht weggezogen wird aufgrund der Schräge. Dann lasse ich sie fallen. Nee, das reicht nicht. Was ich jetzt noch probieren könnte, aber das ist Quatsch. Nee, fuck. Ja, damit endet das Spiel für heute. Ich habe keinen Bock mehr, das rauszufinden. Aber es ist ein schönes Spiel. Und ich werde bestimmt auch das Rätsel genau wie alle anderen bisherigen lösen. Weil ich so ein super Typ bin. Bis zur nächsten Folge. Ich überlege mir jetzt sehr gut, ob ich noch Donkey Kong spiele oder schlafen gehe. Wahrscheinlich schlafen die sinnvolle Alternative. Vor allem, weil ich morgen wieder 4 Wohnungsbesichtigungen habe von irgendwelchen Leuten, die mega viel Kohle in diese Wohnung investieren wollen. Euer Biber.